zur Minigun. Eine der besten Waffen im Spiel. Mit fast keinem Rückstoß, was eigentlich sehr, sehr unrealistisch ist. Einem sehr hohen Kadenz sowie der guten Reichweite. Eine extrem starke Waffe. Sowohl im Player vs. Player als auch gegen Fahrzeuge und Helikopter sehr gut. Es gibt noch eine zweite unrealistische Sache, die die Waffe extrem overpowered macht. Sie scheint kein Magazin zu haben oder eben ein sehr großes, da man nie nachladen muss. Und immer alle Schuss im Magazin hat, bis zu 9999. Für längere Kämpfe, vor allem wegen der Feuerrate, sind die 9999 Schuss dann doch recht schnell weg. Die Nachteile dieser Waffe sind enorm. Level 120 ist sie gelockt. $50.000, 9999 Schuss sind halt nicht so viel bei dieser Waffe. Wenn man sie trägt, gibt es kein Rennen, kein Springen und es ist auch nicht mehr möglich, Deckung zu suchen. Der Granatwerfer. Der Granatwerfer basiert auf dem Milkor MGL, also dem Pitchler, den Payday 2, und sollte entgegen dem Spiel nicht 10, sondern nur 6 Schuss in der Trommel haben. Der Schaden entspricht dem einer Haftbombe oder eines Lenkraketenwerfers oder einer Handgranate. Man kann maximal 20 Schuss mit sich tragen, was 2 Magazine entspricht. Ein Vorteil ist die hohe Feuerrate. Sehr gut gegen Fahrzeuge und Gegnertruppen, aber Helikopter sind eher schwer zu treffen. Vor allem, wenn die Helikopter in Bewegung sind. Und die Waffe zu kaufen, muss man Level 60 erreicht haben. Die Nachteile der Waffe, also des Granatwerfers, ist die geringe Reichweite, die Präzision, vor allem wegen langsamer Fluggeschwindigkeit der Granate und bogenähnlicher Flugbahn. Das RPG. Dieser hat den meisten Schaden pro Schuss aller Waffen in GTA. Genauso wie der Tank. Doppelt so viel wie alle anderen Waffen, die explosive Geschosse verschießen. Außerdem Insurgent, dem Pickup und dem Tank zerstört er alles mit einem Treffer. Er ist die beste Waffe, wenn man zu Fuß unterwegs ist und einem Tank, Insurgent oder Insurgent Pickup begegnet. Eine Hydra, wenn sie nicht gerade im Schwebemodus ist, wird man so gut wie nicht treffen und auch einen Helikopter kann man eher schlecht als recht treffen, solange dieser in Bewegung ist. Man kann maximal 20 Granaten mit sich tragen und ebenfalls sehr gut ist der RPG, wenn man gegen eine Menge Cops zu kämpfen hat. Die Nachteile des RPGs sind die niedrige Feuerrate und die langsame Fluggeschwindigkeit der Granaten, die er wirft. Und man kann ihn erst ab Level 100 kaufen. Zum Lenkraketenwerfer. Der Lenkraketenwerfer ist die erste Waffe mit explosiver Munition, die man kaufen kann. Ab Level 20 bei Ammonation erhältlich. Sie hat eine Besonderheit und das verrät eigentlich der Name. Wenn man die Waffe lang genug auf sein Ziel richtet, dann verfolgt die Rakete dieses eine Weile. Sollte dies nicht treffen, dann explodiert sie nach einiger Zeit. Das ist vor allem oder auch die Hydra ideal. Am besten dem Fluggerät nachschießen, wenn es von einem wegfliegt, dann liegt die Trefferquote bei locker 80%. Bei einem Heli und der Hydra bei 60 bis zu 70%. Nachteile des Lenkraketenwerfers? Man kann nur 10 Schuss haben, mehr nicht. Die Sniper. In GTA wird sie schwere Sniper genannt und sie basiert wahrscheinlich auf einer 50er Kaliber Barrett Sniper, wie zum Beispiel der M95 oder der M99. Wie die meisten Waffen in GTA 5 kann man für sie knapp 10.000 Schuss tragen, wobei sich im Magazin maximal 6 Schuss befinden.
Sie ist eine der besten Waffen im gesamten Spiel und erst ab Level 90 freigeschalten. Wie man im Video sehen kann, zerstört sie mit einigen Treffern selbst einen Polizei-Maverick. In GTA Online ist sie gut gegen umherlaufende Spieler, da diese normalerweise einen Treffer tötet, wenn man nicht gerade nur den Fuß oder die Hand erwischt. Nachteile? Eigentlich keine. Maximal die Ladezeit und vielleicht das maximale Magazin.